Gold, lateinisch aurum, ein Zahlungsmittel so alt wie die Menschheit. Bereits 5000 vor Christus wurden die ersten Münzen aus einem Gold-Silber-Gemisch geprägt. Es ist unverwüstlich, es oxidiert nicht, weder an der Luft, im Licht noch im Wasser. Was ist es, was Gold so mystisch erscheinen lässt? Woher kommt seine Macht? Warum lässt es die Herzen der Menschen höher schlagen? Gold berührt die Sinne des Menschen. Er begehrt es emotional und sinnlich. Zum Beispiel als Schmuckstück, aber er nutzt es auch ganz rational. Zum Beispiel in der Industrie, zum Aufbau von Vermögen und als Spekulationsinstrument. Auf der ganzen Welt, vor allem in Nordamerika, Australien, Südafrika und Russland, wird Gold sowohl unter- als auch über Tage gefördert. 2 Tonnen Gestein enthalten in etwa 10 Gramm Gold oder meist auch weniger. Die Gesamtfördermenge bis heute schätzt man auf ca. 125.000 Tonnen. Die jährliche Nachfrage liegt bei ca. 4.000 Tonnen, jedoch die jährliche Neuförderung sind durchschnittlich 2.600 Tonnen. Die dadurch entstehende Angebotslücke wird durch Recycling geschlossen. Die Gesamtfördermenge würde sich bequem in einen Würfel mit der Kantenlänge von 19 Metern unterbringen lassen. Trotz modernster Schürfprozesse nimmt die Gesamtfördermenge mit der Zeit ab und Gold wird somit seltener und gleichzeitig auch kostbarer. In modernen Scheideanstalten wird das Gold in aufwendigen Schmelzvorgängen von Verunreinigungen und anderen Metallen befreit und so lange weiter gesäubert, bis Feingold entsteht. Der Feingoldgehalt von Barren und Münzen wird in Tausendsteln ausgedrückt und gibt an, wie viel Tausendstel Anteile Gold in ihnen enthalten sind. Einen Feingoldgehalt von 995 Tausendsteln bezeichnet man in der Finanzwelt als Good Delivery. Viele Goldbarren tragen sogar Feingehaltsstempel von 999 oder 999,9 Tausendsteln. Das Gold inspiriert Künstler und Schmuckdesigner zu den fantastischsten Kreationen. Klassisch oder modern, so wie es dem aktuellen Modetrend gerade entspricht. Aber Gold kann mehr als das. Es wird in der Industrie, der Medizin und sogar in der Architektur eingesetzt. Überall ist und bleibt Gold unersetzlich. Gold steht für Sicherheit und Stabilität. Nahezu alle Staaten und Regierungen benutzen Gold, um das Vertrauen in ihre Währung zu erhalten. Der Goldpreis wird aber weder von der Politik noch durch einzelne Wirtschaftskräfte kontrolliert. Gold wird in einem offenen Markt gehandelt und ist ein wichtiger Bestandteil großer Börsenplätze. Voraussetzung für einen weltweit geltenden Goldpreis, der ausschließlich durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, war die Gründung des Londoner Goldpools unter Vorsitz des Bankhauses Rothschild. Hier werden im sogenannten Londoner Goldfixing Angebot und Nachfrage zweimal täglich ausgewogen und so kommt der Preis für die Unze Gold zustande. Die Unze, lateinisch Uncia, ein Zwölftel, entspricht einem Gewicht von 31,1035 Gramm. Der Goldpreis wird in amerikanischen Dollar notiert. Alle wichtigen westlichen Währungen sind dazu konvertierbar. Eine goldene Faustregel empfiehlt einen Goldanteil von mindestens 5-10% eines Anlagevermögens. Insider jedoch empfehlen einen wesentlich höheren Anteil. Golddepots sind nicht nur eine inflationsgeschützte Anlage, sie sind auch Mehrwertsteuer- und Abgeltungssteuerfrei. Eine Investition in Edelmetalle wie Gold kann in Form von Barren und Münzen erfolgen. Letztere werden als Anlagemünzen bezeichnet. Der englische Fachausdruck hierfür ist Bullion Coins. Im Gegensatz zur klassischen Sammlermünze sind Motive und Auflagen von Anlagemünzen zweitrangig, da ein Investor das Edelmetall nahe dem Materialpreis erwerben möchte. Wer sich nicht um die tägliche Goldpreisnotierung kümmern will, kann mit bereits kleinen monatlichen Beiträgen ein goldenes Polster schaffen.
Auf diesem System basieren Goldsparpläne und Goldanlagepläne mit langfristigem Sparziel. Wer den Goldpreis über die letzten Jahre verfolgt hat, weiß, dass Gold trotz aller Preisschwankungen immer seinen Wert behalten hat. Üblicherweise wird der Wert von Gold in Relation zu einer Währung ausgedrückt. Die Schwierigkeit dabei ist, dass Währungen keine zuverlässigen Maßeinheiten darstellen. Ihr Wert steigt und fällt. Deshalb führt die Angabe des Goldwertes in Dollar, Euro oder Schweizer Franken zu einem falschen Bild. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn man das Gegenteil macht und den Wert der jeweiligen Währung in Gold ausdrückt. Das bei dieser Methode festzustellende Ausmaß der Geldentwertung gegenüber dem Gold ist beeindruckend. Selbst eine starke Währung wie der Euro verlor seit seiner Einführung 50% an Wert. Erscheint es da nicht sinnvoll, schon heute an morgen und an die Sicherung des Ruhestandes zu denken? Die Höhe der Rente gilt weiterhin als ungewiss. Da sollte man jetzt schon Vorarbeit leisten. Jede Goldanlage, heute begonnen, ist eine krisensichere und wertbeständige Anlage. Und jeder Anleger profitiert von dem sogenannten Cost-Average-Effekt. Gold sichert somit das solide, goldene Fundament für ihre gesicherte Vermögensbildung. Fakt ist, Gold kann nicht zerstört werden. Gold ist und bleibt ein liquider Sachwert. Gold erhält den Kaufkraftwert. Gold dient als hervorragender Versicherungsschutz in einem diversifizierten Portfolio. Der Goldpreis wird somit langfristig gegen alle wichtigen Währungen steigen. Und es wird eine Verdopplung des Goldpreises gegen den Euro in den nächsten 10 Jahren erwartet. Fassen wir noch einmal kurz die Vorteile zusammen. Golddepots oder Goldsparpläne sind wertbeständige und krisensichere Anlagen. Sie sind renditeträchtig. Sie sind Mehrwertsteuer- und abgeltungssteuerfrei. Es sind inflationsgeschützte Anlagen und nicht zu vergessen, die Vorteile durch den Cost-Average-Effekt.